Hi Leute, manchmal trifft man in den Weiten des Zwischennetzes Highlight-Personen. Ich habe zuletzt eine solche getroffen, Grüße gehen raus an Jay, und diese hat mir eine interessante Frage gestellt. Wo sind eigentlich die ganzen weiblichen Serienkiller? Das brachte mich ins Grübeln, denn tatsächlich fallen einem vielleicht Jeffrey Dahmer, Fritz Honka, Ted Bundy oder Ed Gein ein, aber ganz selten einfach eine Frau. Und das ist so interessant, dass wir uns das mal gemeinsam ansehen sollten. Mein Name ist Dede Flux, ich bin Projektilwissenschaftler und heute unterhalten wir uns über weibliche Serienkiller. Es existiert der populäre Mythos, dass alle Serienkiller männlich sind. Das ist faktisch falsch, jedoch ist es verständlich, wieso so viele Leute nur von Männern in dem Bezug gehört haben. Denn noch 1998 stellte sich ein hochrangiger FBI-Profiler öffentlich hin und behauptete, es gäbe einfach keinerlei weibliche Serienkiller. Und auch in den Medien und Filmen existiert das stereotype Denken, dass Frauen sowas niemals tun würden. Weibliche Serienkiller sind zahlreich, jedoch muss man dazu sagen, dass ihre Motivation sich signifikant von denen ihrer männlichen Arbeitskollegen unterscheidet. Sex als Beispiel steht eher im unteren Drittel ihrer Antriebsgrundlage. Sadistische und sexuelle Motive sind sehr rar bei den Damen. Psychopathische Züge oder Missbrauch im Kindesalter sind bei jenen Damen meistens die Hauptursache, aber irgendwie kommen Taten mit dieser Grundlage sehr, sehr selten vor. Anders als bei männlichen Serientätern, die sehr häufig ihre sexuelle Lust mit den Taten befriedigen, nehmen Frauen eher die pragmatische Seite bei ihren Taten ein. Weibliche Serienmörder töten eher aus Profitgier oder aus Rache und fallen deshalb eher in die Kategorie hedonistischer bzw. komforterhaltender Mörder als alle anderen. Auch anders als Männer, die unbekannte fremde Opfer aussuchen, tendieren Frauen dazu, Personen zu töten, die emotional und physisch näher liegen, oftmals Ehemänner oder Geliebte und meistens angetrieben dadurch, ihren Lebensstil zu verbessern. Die schwarze Witwe bringt im Laufe ihrer Karriere ihre Ehemänner um, um finanziell oder materiell einen Vorteil daraus zu ziehen. Obwohl sie lediglich 15% aller Serienmörder ausmachen, sind Frauen ungemein effektiv in ihrem Mörderjob und sie nutzen viel unauffälligere und weniger dreckigere Methoden, als es die Männer tun. Frauen töten eher low profile, zum Beispiel mit Gift, Ersticken oder Vortäuschung eines Unfalls, jedoch kommen vereinzelt auch Erschießungen oder Erstechen vor. Wie eben schon erwähnt, führen weibliche Serienkiller ihre Taten meistens an einem bestimmten Ort aus, den sie sehr gut kennen, wie zum Beispiel einem Pflegeheim, einem Kindergarten oder bei sich zu Hause. Dorothea Puente, The Sacramento Boarding House Lady, ist der Prototyp einer solchen Serienmörderin, denn sie tötete ältere Menschen in ihrem Betreuungsheim, um sie zu berauben. Manchmal passiert es jedoch, dass ein Serienkiller und eine Serienkillerin zusammen ein Killing-Team aufmachen. In diesen Fällen ist oftmals die Frau damit beschäftigt, die Opfer auszuwählen, sehr häufig für einen eher dominanten männlichen Counterpart. Gerald und Charlene Gallego sind ein gutes Beispiel für diese Zusammenarbeit. Von 1978 bis 1980 töteten sie mehr als 10 weibliche Teenager, die sie vorher als Sexsklaven hielten. Im Horrorhaus von Höxter, einem Fall, der vor kurzem erst Aufsehen erregte, war es hingegen die Frau, die den dominanten Part einnahm und ihren minder intelligenten Ehemann zu diesen Taten anstiftete. Eine ganz besondere Ausnahme in den typischen Charakteristika weiblicher Serienmörder ist Eileen Wuornos, eine Highway-Prostituierte. Sie tötete draußen, nicht in ihrem Heim, benutzte eine Pistole anstatt Gift und mordete aufgrund von Rache und persönlicher Befriedigung. Dieses atypische Verhalten brachte ihr zweifelhaften Ruhm ein, denn sie tötete wie ein Mann. Anders als die unter der Hand verbreiteten Geschichten über schwarze Witwen, ging Eileen Wuornos in die Popkultur als Ikone ein, denn sie hat den Stereotypus ad absurdum geführt und genau das Gegenteil von dem getan, was soziale Normen den Frauen eigentlich diktiert hätten. Weil man lange fälschlicherweise paternalistisch davon ausging, das schöne und zarte Geschlecht wäre niemals dazu in der Lage, solche Taten zu vollbringen. Danke, Eileen, für diese feministische Meisterleistung. Interessanterweise ist der schlimmste aller Serienkiller in der gesamten Menschheitsgeschichte jedoch eine Frau.
Gräfin Elisabeth Báthory de Exet, und ich hoffe, ich habe den Namen gerade richtig ausgesprochen, geboren 17. August 1560 in Ungarn. Nach dem Tod ihres Ehemannes hat die Blutgräfin hunderte Mädchen und junge Frauen gefoltert, sexuell missbraucht und ermordet. Merkwürdigerweise wurde sie dafür niemals vor ein Gericht gestellt. Als ihr Handeln ihrer edlen Familie bekannt wurde, hat man sie 1610 in ihrem Schloss Xeite Castle, und ich hoffe auch das ist richtig ausgesprochen, unter Hausarrest gestellt. Sämtliche Zugänge zu ihren Privatgemächern wurden zugemauert und so hat sie 4 Jahre dort eingesperrt gelebt, bis sie 1614 verstarb. Also, was lernen wir daraus? Jungs, lasst die Finger von den Psychomullen. Oder wenn es nicht anders geht, bildet ein Team. Nur so könnt ihr langfristig überleben. Wer sich weiter mit der Thematik beschäftigen möchte, dem lege ich den Film Monster ans Herz, denn Charlize Theron spielt dort ihre Paraderolle als Eileen Wuornos. Thelma und Louise kann man sich auch angucken, da geht es um zwei Damen, die unterwegs sind auf einer anarchistischen Tour durch die USA. Oder man kann den Film Natural Born Killers sich angucken, den ich allerdings nicht so gut finde, indem man ein Pärchen bei seinem Rachefeldzug gegen die Gesellschaft beobachten kann. Das war's erstmal wieder von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo oder was auch immer da. Viel Spaß, bis dann. Ciao.